Ist aber traurig ein bisschen. Nee, nicht weinen! Das ist wirklich ein bisschen deep, das Video. Joey sieht immer aus wie so ein Fischer. Der ich weiß nicht mehr, wer ich bin. Der ist Model, Digga. Er ist Model. Er fährt auf hohe See. Kutter. Ich weiß nur, wo ich herkomme. Liebe Joey, so, so ein guter Mensch. Nur noch verzerrte Gefühle, verschwommene Sicht und der Drang, die Spirale so tief nach unten zu gehen, wie nur überhaupt möglich. Ich habe mich verloren auf dem Weg, mich zu finden. Bei dem Versuch herauszufinden, wer ich sein kann, habe ich vergessen, die wichtigste Frage vorab zu klären. Will ich dieser jemand auch sein? Und um ganz ehrlich zu sein, ich weiß es nicht. Ich weiß gerade gar nichts, außer dass ich das, was gerade ist, nicht mehr will. Alles, was ich tue, fühlt sich nicht mehr so an, als ob ich es tun wollte. Als ob ich mich selbst dazu ermutigen würde, es zu tun. Es fühlt sich so an, als würden diese 1000 Stimmen, die Tag und Nacht um und in meinem Kopf schwören, noch viel lauter reden, als sie es bisher taten. Als wäre das Geschrei so groß, dass es mich aus mir heraus verdrängt hat. Boah, krass. Wir hatten Weihnachtsfeier, da war er auch da. Ja. So erzählt, dass er das schon so ein bisschen plantmäßig so. Erst eine Pause oder weiß ich auch, was das jetzt genau ist, halt zu machen. Und er hat es wieder krass geskriptet. Er hat wieder krassen Text geschrieben dazu, wirklich. So weit weg, dass ich mich nicht mehr wiederfinde. Als hätte man meinen Körper eingenommen und würde ihn nicht mehr loslassen. Und jeden Tag zu jeder Sekunde erklären, was gut und richtig für mich ist. Damit ich so lebe, wie ich leben soll. Damit mein Körper funktioniert, wie er zu funktionieren hat. Mit all den kleinen Zahnrädern, die über die Jahre perfekt angeordnet worden sind. Ich möchte euch heute einen Einblick in meine Gefühlswelt geben und euch zeigen, welche Ängste mich plagen, welche Unsicherheiten ich mit mir trage und wer ich am Ende des Tages wirklich bin. So ein krank ehrliches Video, oder? No joke. Ja, ich habe es schon gesehen. Ich habe vor einem halben Jahr zum ersten Mal in meinem Leben eine Person getroffen, die mir glaubwürdig vermitteln konnte, dass sie glücklich ist. Nicht indem sie lachte oder durchgängig ein Grinsen im Gesicht hatte, sondern weil sie mir das Gefühl geben konnte, mich in ihrer Nähe gut zu fühlen. Als hätte sie mir einen Teil ihres Glücks für einen kurzen Moment geschenkt, um zu verstehen, wer ich sein kann, wenn ich es wollte. Um nicht nur dann glücklich zu sein, wenn mir die Dinge zuspielen, ich gute Arbeit geleistet habe oder mir jemand sagt, dass er stolz auf mich ist, sondern ich mich gut fühle, weil ich weiß, wer ich bin und ich das Leben, was ich habe, schätze. Nachdem ich diese Person getroffen habe, habe ich mich so erleichtert gefühlt wie seit Monaten nicht mehr, weil ich diese Sichtweise auf die Dinge noch nie in Anbetracht gezogen habe, weil ich nicht mal wusste, dass es diesen Blickwinkel gab und er auf einmal direkt vor meinem Auge war. Also das Ding ist halt, ich kann da sehr relaten, man verliert sich schnell in dieser YouTube-Welt und dieser Masse und wenn man nicht das, die Muße hat, sich immer wieder neu zu erfinden, immer was Neues zu machen, immer weiterzumachen, dann wirklich so krank mit deinem Kopf. Ja, das so. Macht dich so fertig, Digga. Das macht dich wirklich... Boah, Bro, das zieht einen massiv runter, ehrlich, Mann. Also ehrlich jetzt, das ist wirklich... Das ist ein harter Painpoint. Es ist insane. So, das Ding ist, es ist kein stressmäßiges Burnout, sondern das viel schlimmer. Das ist ein Kreativ-Burnout. Man muss das schon mal gehabt haben, muss verstehen. Das ist sehr schwer zu erklären, Chat. Ja. Man weiß wirklich nicht, wie man da rauskommen soll, wie man weitermachen soll. Man fühlt sich so krank, leer, weil das, was man die ganze Zeit gemacht hat, das, was man liebt, das, was man fühlt, das, was man gut kann, nämlich Content und Entertainment zu machen, das fällt einem dann auf einmal schwer. Und das ist unglaublich schwierig und schmerzhaft, da wieder rauszukommen. Selber schon 2-3 Mal diesen Punkt gehabt. Ich habe es immer irgendwie nach einer Pause geschafft, irgendwie das selber wieder so auf die Reihe zu bekommen. Und ich habe größten Respekt vor Leuten, die seit 10 Jahren das Gleiche machen können, die seit 10 Jahren mit dem, was sie tun, durchgehend zufrieden sind. Aber im Endeffekt ist es durchgehender Struggle und durchgehender Kopf. Was mache ich morgen? Was könnte eventuell neues, nices Content-Piece sein? Weil man will sich halt nicht nur irgendwie finanziell an dieser ganzen Geschichte natürlich bereiten, sondern bereichern, sondern sich vor allen Dingen kreativ ausdrücken und so. Und das ist halt das Schwierige. Das Schwierige, weil ja auch nicht alles, was man macht, immer so angenommen wird und gefeiert wird, wie man das vielleicht selber fühlt. Und das kann manchmal extrem frustrierend sein, Mann. Ich wollte mehr darüber erfahren, was es bedeutet, zu wissen, wer man ist, was mich wirklich ausmacht und was an mir so ist, wie es ist, weil mein Umfeld mich so haben wollte. Weil jeder mal Fehler macht, aber es auch jedes Mal jemanden geben muss, der diesen Fehler auf sich nimmt und vielleicht nie wieder los wird. Ich bin im August in ein sehr tiefes Loch gefallen. Zum ersten Mal in meinem Leben habe ich verstanden, dass meine Charakterzüge nicht im geringsten etwas darüber aussagen, wer ich bin und wer ich sein kann, sondern dass ich alles tun kann, was ich tun will, wenn ich es will. Und auf einmal habe ich verstanden, dass das, was ich tue, dass der ich bin, gar nicht der ist, der ich sein will. Ich trage eine Maske auf meinem Gesicht, ohne zu wissen, dass sie da ist, weil ich nicht weiß, was darunter steckt. Weil ich nie in Erwägung gezogen habe, herauszufinden, was darunter steckt. Das ist halt auch so ein Prozess, glaube ich, der so unglaublich krass ist, dieses Selbstfindungsding, also dieses, wer bin ich eigentlich und was will ich eigentlich machen? Digga, das ist ein extrem kompliziertes Thema, sag ich so, wie es ist. Guck mal, das Ding ist ja auch, es ist wirklich halt ein Luxusproblem tatsächlich in unserem Beruf. Nein, es ist kein Luxusproblem. Wir sind krank privilegiert mit dem, was wir machen, so, weil wir die Freiheit haben, alles zu machen. Aber wenn dir niemand eine Richtung vorgibt, dann musst du derjenige sein, der dir selber die Richtung vorgibt. Und wenn du das nicht kannst, dann f*** es dich. Ja. Dann f***
Ist nicht, weil du nicht weißt, wohin du läufst, weil es gibt keinen Vorgesetzten, keinen Arbeitgeber, niemand, der dir sagt, mach dies und mach das. Und ja, ja. Mann, da kann ich, boah, Digga, da kann ich sehr krass relaten. Management sagt dir nicht, was für Content du zu machen hast. Niemand sagt dir, was für Content du zu machen hast. Und das sagt auch jemand hier im Chat, jeder hat verschiedene Seiten, Facetten, Potenziale, die man entwickeln kann. Und jeder hat auch alle x Jahre tatsächlich vielleicht neue Interessen und sowas. Und irgendwann kann man das vielleicht auch einfach nicht mehr, ne? Das ist so. Ich habe im August so viele Facetten an mir gefunden, die mit der Vorstellung von demjenigen, der ich gern wäre, nicht im geringsten übereinstimmen, dass ich versucht habe, diese Gedanken zu sortieren. Es ist der erste Tag nach unserem Urlaub und seitdem ich in Deutschland gelandet bin, fühlt es sich so an, als wäre ich aus einer anderen Welt zurückgekommen. Die vertrauten Straßen und Gebäude, die Menschen, die ich kenne, haben mir Angst gemacht, weil sie mich an das erinnern, was ich für 2 Wochen hinter mir gelassen habe. Ich konnte im Urlaub nach so langer Zeit einen Zustand erreichen, in dem ich mich so gefühlt habe, als hätte ich nicht 1000 Verpflichtungen und als würde ich nicht den Wünschen aller Menschen gleichzeitig nachkommen müssen. Ich habe mich so gefühlt, als wäre das, was ich gern tue, genug und richtig. Als wäre ich in einem funktionierenden System. Jetzt bin ich zurück und bemerke, wie mich meine Ängste beeinflussen und meinen Horizont eingrenzen. Ich fühle mich nicht mehr frei, als hätte ich kein vollkommenes Entscheidungsrecht mehr, obwohl hier niemand ist, der es eingrenzt. Und das Schlimmste ist, ich verliere mich in diesen Gedanken und Emotionen darüber, dass ich gerade in einem falschen System bin. Ich will wieder zurück, aber ich weiß, dass ich dieses System um mich herum selbst erschaffen habe. Was ich jetzt besser verstehe, ich mache nicht mehr das, was mir Spaß macht, wenn ich Videos drehe, sondern ich versuche nur noch, es Menschen, die auf mich schauen, recht zu machen. Ich frage mich immer weniger selbst, ob ich die Sachen, die ich tue, gern tue und vernachlässige sogar meinen Körper, um diesen Erwartungen gerecht zu werden. Ja, das ist genau das, dieses ständige, ich muss liefern, der Algorithmus fordert, die Zuschauer fordern, ich muss dies und das machen. Guck mal, hey, die letzten 3 Jahre habe ich mich ja voll auf Fitness und so fokussiert. Mhm. Ne? Mir ging es echt kacke, ich will das auch jetzt hier gar nicht thematisieren, weil es auch nicht hier mein Stream ist oder was auch immer. Aber auf der einen Seite dachte ich so, kacke so, wegen YouTube, aber auf der anderen Seite hat mich das echt weitergebracht. Also auch gesundheitlich auch, und auch Mindset, ist aber so. Das Problem ist halt an dieser Geschichte, dass du ja diesem eigenen Druck des Erfolges so ein bisschen gerecht werden musst, weil du hast ja was Krasses aufgebaut. Erwachsen werden, bevor man Influencer wird wäre eine Lösung. Erwachsen werden ist kein Datum, ist kein Alter, was fest definierbar ist. Erwachsen werden ist ein ständiger Reifeprozess und irgendwann muss man einfach dann auch vielleicht ehrlich zu sich selber sein und diese Stärke haben. Das hat Joey und das respektiere ich zutiefst, weil der Junge, der könnte durchgehend machen, was er will, der könnte durchgehend seinen Content weitermachen. Zu sagen, er hat eine krasse Fanbase, so ist es nicht. Ich lasse es einfach, das finde ich extrem krass tatsächlich. Also da habe ich größten Respekt vor, Mann, wirklich. Ich nehme in Kauf, keine Tage in meinem Leben zu erleben, auf die ich zurückblicken und sagen kann, aus diesem und jenem Grund war dieser Tag ein schöner Tag. Ich priorisiere den Erfolg, den ich arbeitstechnisch gemessen an Zahlen in Form von Aufmerksamkeit und Geld habe, über meinen Gemütszustand, über meine Wünsche, meine persönlichen Ziele, meiner Gesundheit und meiner innerlichen Zufriedenheit. Ey, wie viele schlaflose Nächte man hatte, Alter. Das sind wirklich jetzt, das ist sehr schwer, das ist wirklich, es ist unglaublich schwer, das nachzuvollziehen, als einen Viewer vielleicht oder als einen Zuschauer, der in einem, sagen wir mal, geregelten Arbeitsverhältnis ist, der in einem 9-to-5-Job arbeitet oder sowas. Ich glaube sogar, jemand, der in der Selbstständigkeit groß geworden ist selber, ich glaube, das können wirklich nur Content-Creator seiner Größe fühlen und das sind wirklich nur ausgewählte Leute wahrscheinlich. Es ist einfach so, dass man, wie gesagt, diesen Erfolg, den man damals hatte, man rennt immer wieder den alten Erfolgen hinterher, man versucht sich immer wieder selbst zu überbieten, aber irgendwann hittet man halt ein Ceiling, irgendwann hittet man halt eine Decke und es ist sehr schwer, durchzubrechen. Halt, so. Es ist halt unmöglich, so zu sein die ganze Zeit. Nein, Bro, das ist ständiges So und so. Es ist halt so. Und die Tiefpunkte, die gehören dazu und die muss man durchstehen, aber es ist halt nicht ein So, weißt du, es geht ja nicht immer weiter nach oben. Irgendwann hat man halt einfach alles schon fast mal gemacht, alles schon erlebt und sich so krass ausgelebt und so viele Sachen erzählt und jede Story schon geschrieben, dass man dann halt sich einfach leer fühlt. Und dann muss man sich halt entweder vollkommen darauf fokussieren, etwas Neues zu finden, was einen erfüllt, oder man lässt es halt wirklich. Man lässt es halt wirklich. Es gibt immer was Neues, klar, aber im Endeffekt ist das Wichtigste, dass wenn man tatsächlich dann die Möglichkeit hat und den finanziellen Freiraum auch vielleicht hat, zu sagen, ich kann das gerade nicht, weil ich fühle das nicht, dann auch zu sagen, ich mache eventuell eine Pause und lass es ganz sein, wirklich. Weil nichts ist wichtiger als die eigene mentale Zufriedenheit, als die eigene Gesundheit und vor allem die Zeit, die du mit Freunden und Familie haben kannst, weil das ist alles endlich, weißt du, was ich meine? Ist so. So, das ist halt alles endlich und dementsprechend, ja man, muss man da auch manchmal vielleicht sogar den kürzeren ziehen, auch wenn das für euch sehr schwierig ist und sehr schwer nachzuvollziehen ist. Wir leben halt in einem 24/7-Jobs so. Und wenn der Rechner hier ausgeht, bin ich nicht fertig mit Arbeiten. Ich bin ja vor ein paar Tagen von Costa hier rübergekommen. Jetzt habe ich ihn jetzt besucht. Ey, er ist nur am Arbeiten, nur am Hustlen. Ja, Bro, denke, aber das ist auch das. Was ich finde das ja nicht schlimm, aber ich denke mal so, das sehen halt die Leute halt nicht. Auch damals, als ich mein so Fortnite gemacht habe oder damals unsere Minecraft-Projekte. Digga, ich habe nicht geschlafen, weil ich habe halt alles selber gecuttet. Ich hatte keinen Kontakt zu Freunden. Ich habe eine neue Wohnung bei mir hier in Deutschland. Digga, ein Jahr lang hatte ich keinen Besuch da. Mach das aber mal so wie er oder andere Leute 6-7 Jahre am Stück und irgendwann kommt
kommst du an diesen Punkt? Ihr müsst euch das anschauen. Viele Leute, ich glaube, es gibt fast keinen einzigen Influencer-YouTuber, der nicht mal irgendwo eine Upload-Pause hatte oder mal aufgehört. Ich glaube, Paluten ist fast der Einzige, der es noch nie gemacht hat, so gefühlt. Digga, krank. Ne? Aber der hat es auch sehr gut organisiert alles. Und so, im Endeffekt ist es oftmals so, dass kreative Leute halt einfach sehr, sehr lost sind, was Organisationen angeht. Ey, irgendwann muss man sich diese Zeit einfach mal nehmen. Es ist gerade irgendwie so, ich habe das auch letztens auf TikTok gesehen, alle sagen so, oh, alle meine Lieblings-YouTuber machen Pause oder hören auf. Ja, es liegt nicht daran, dass wir nicht mehr hungrig sind oder satt sind von dem, was wir erreicht haben, sondern ey, oftmals ist es einfach ein mentales Ding und wir sagen, yo, man kann nicht mehr, wa? Ich hatte eine wunderschöne Zeit auf diesem Kanal. Ohne Joey's Jungle hätte ich niemals so vieles in meinem Leben in so kurzer Zeit dazugewonnen und auch niemals so viel verloren. Ich hätte womöglich erst sehr viel später erkannt, was das Leben zu bieten hat und dass auch ich einen Platz finden würde, an dem ich mich wohlfühle. Aber ich bin nicht mehr Joey's Jungle. Ich bin schon lange jemand anderes. Und ich möchte herausfinden, wer dieser jemand ist. Denn dieser Kanal war lange Zeit das einzige in meinem Leben, mit dem ich mich identifiziert und profiliert habe. Ich habe über Jahre hinweg Zahlen zu der Grundlage meiner inneren Zufriedenheit gemacht und währenddessen nicht darauf geachtet, welche Opfer ich dafür bringen muss. Und versteht mich nicht falsch, trotz allen Erkenntnissen könnte ich nicht stolzer auf mich sein. Ich weiß am besten von uns allen, wie viel Arbeit und Liebe in diesem Kanal steckt und ich würde nichts lieber wollen, als diesen Kanal weiterhin meinen Job nennen zu können. Und vielleicht tue ich das auch irgendwann wieder, aber ich muss gerade mutig sein. Oh, so ein krasses Video, Digga. Der kann gut reden, Digga. Ey, also der kann echt sagen, gut Bro, den Wort zusammenfassen. Ich krieg halt gerade Gänsehaut und Flashback zu kurz vor meiner Pause. Ich sag's euch wirklich ganz, ganz ehrlich. In der Pausenzeit, ich war wirklich auch kurz davor zu sagen, ich lass es sein. Also ich höre eventuell auch damit auf, mit YouTube und Streaming und so, weil ich einfach gedacht habe, Digga, ich weiß nicht, was ich noch machen soll. So, und dann hat sich das hier mit der Halle ergeben und das hat mir wieder neuen Mut und neue Ziele und neue Möglichkeiten gegeben und ich habe mich mit meinem Team zusammengesetzt und so, aber natürlich ist es halt wirklich echt nicht leicht. Ich sag's, wie es ist, Mann. Es ist nicht leicht, immer was Neues zu machen, immer was Geiles. Klar, es ist all fun in Games und es sieht immer cool aus und wenn wir einen funny Suff-Vlog machen, dann ist das geil und das wird auch immer geil sein, aber man will ja auch nicht immer das Gleiche machen und ich find's so stark von ihm, Mann. Ich hab so kranken Respekt davor, wenn man sagt, ich kann das nicht mehr, ich will das nicht mehr. Ich lasse es einfach, ich habe so großen Respekt vor, weil es ist eine so harte Entscheidung, weil das, was er sich da aufgebaut hat, dieser Kanal und das, was er sich da erschaffen hat, das ist sein Ein und Alles. Das ist so schwer zu verstehen, weil da stecken Jahre von Arbeit hinter. Der Druck kommt nie von außen, der kommt von einem selbst. Von außen ist der Druck natürlich ein Stück weit dadurch Algorithmus und Zahlen und ständige Analytiken und Feedback der Zuschauer und so weiter und so fort. Aber der größte Druckpunkt, zumindest ist es bei mir so, bin ich selbst. Nicht irgendwelche Klicks oder sonst was. Das mache ich mir alles selber in meinem Kopf. Und das machen die Leute genauso. Und es ist so stark von ihm, dieses Produkt, was er da aufgebaut hat, diesen Kanal, diese Storyline, all das einfach jetzt so an den Nagel zu hängen, zu sagen, hey, ich auf unbestimmte Zeit auch. Nicht ein Datum zu nennen, dann bin ich wieder mental dabei, dann bin ich wieder fit. Sondern einfach zu sagen, ich gucke jetzt einfach, was passiert. Ich finde mich jetzt erstmal selber. Ich glaube schon. Also er wird safe vielleicht zurückkommen. Er wird zurückkommen wahrscheinlich, aber er braucht die Zeit, um sich einfach von dieser Sache zu lösen und einfach diesen Druck zu haben. Stellt euch einfach so vor, dass ihr quasi, ihr habt es so schwer mit einem Job zu vergleichen. Ich habe ja auch vorher nochmal gearbeitet. Es ist nicht das Gleiche. Du machst Feierabend, du machst dein Phone aus, dein Handy. Du denkst halt nicht mehr daran. Ist vorbei. Du nimmst natürlich manchmal Stress von der Arbeit mit nach Hause, je nachdem, wie das Betriebsklima ist. Aber es ist wirklich oft mal was anderes. Und ich will das auch gar nicht schönreden. Wir sind ultra privilegiert und es geht sehr, sehr gut in dieser Situation. Aber es ist eine sehr, sehr krasse Entscheidung aus Creator-Sicht. Das, was er da macht, ist insane stark. Und ich schwöre, ich kriege Gänsehaut am ganzen Körper, wenn ich dran denke. Irgendwann kommt bei uns allen dieser Zeitpunkt, wo wir sagen, wir müssen vielleicht aufhören. Das ist so. Ich brauche erstmal die Millionen, Digga. Ich hab noch Ziele, Digga. Ich werde diese Zeit niemals vergessen. Danke für alles. Und vielleicht bis bald. Feelings, Digga. Ey, ohne Spaß, er macht heftige Videos, er kann krass cutten und so. Ja, ein paar Videos von ihm geguckt, damals fand ich, Digga. Guck mal, kurz vor 2 Millionen aufgehört. Krass, Digga. Nicht mal noch gesagt, ich nehme den Meister noch mit, einfach aufgehört. Sehr, 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 sehr stark.